Willkommen zurück in Vikersund, die größte Skiflugschanze der Welt. Wir stehen ganz oben und da unten diese Ameisen, die üben gerade für die offizielle Eröffnung. Oder war die schon? Gestern Abend war sie in Vikersund, im Ort selber. Den sieht man hier, wenn man darüber schaut. Anderthalb Autostunden von Oslo entfernt, westlich. Wunderschöne Gegend hier. Es geht, wenn man da weiterfährt, irgendwann Richtung Bergen rüber, an die Westküste. Und hier auf dieser riesigen Schanze haben wir gestern schon die Qualifikation erlebt und zwei Trainingssprünge. Man hat gesehen, wie schwierig es ist, wenn der Wind wechselt. Das war gestern der Fall, für die Jury die richtige Anlauflänge zu finden. So hat man Informationen bekommen gestern schon und klar ist, dass der Favorit, er war es auch vorher schon, Martin Koch heißt, er war einer der Favoriten. Seit gestern darf man ihn Top-Favorit nennen, nach seinen zwei überragenden Trainingssprüngen, der erste davon auf 237 Meter. Das war das Beste des Tages. Und die anderen, bisschen haben sie gepokert, bisschen hatten sie schlechte Bedingungen, ein bisschen kann man nicht so genau sagen, was man damit anfangen soll. Das wird man heute in den ersten beiden Wettkampfsprüngen sehen, was das für eine Aussagekraft hatte von gestern. Die drei Sprünge, die die meisten gemacht haben. Martin Koch hat auf seinen Qualifikationssprung, da er ohnehin vorqualifiziert war, dann verzichtet. Und heute geht es zur Sache, heute wird es spannend. Und wer immer auch heute Abend führen wird, nach zwei Sprüngen von vieren, der muss gute Nerven haben für die Nacht. Denn diese Nacht dazwischen, die ja sehr ungewöhnlich ist, die es bei den Skispringern nur bei dieser Skiflug-WM gibt alle zwei Jahre, die hat schon manchen Athleten grübeln lassen und nachdenken lassen. Und dann ist es ganz schnell vorbei am zweiten Tag. Mal schauen hier, wer es am besten nach unten bringt heute, die beiden Sprünge. Wir sind sehr gespannt. Und jetzt hören wir noch ein bisschen norwegische Nationalhymne. Schöne Musik. Was machen die eigentlich da unten? Kongens Garde, kennen wir schon aus Oslo, gute Jungs. Also die üben, für die Eröffnung sind wir dabei, bis später.